versuchen heute Bloom zu töten in Brick Riggs. Ob wir es schaffen, guckt dafür das Video bis zum Ende. Yo! Alter, wie fährst du denn, Kasper? Oh mein Gott, das Auto ist anscheinend ein bisschen kaputt. Ich kann nicht lenken, ich kann nicht lenken. Was machst du? Wow, Alter, wir fallen in die Brücke runter. Oh mein Gott, Hilfe! Was? Nein! Oh mein Gott, bist du da drin? Oh mein Gott. Ja. Oh, sehr gut, Alter, sehr gut, sehr gut. Was wir müssen zum Wasser und zwar ganz schnell. Wir müssen ganz schnell. Das fährt noch. Das fährt noch. Was ist denn das für ein Auto, Alter? Alter, das Mondauto. Ich sagte, wir müssen zum Wasser heute, denn Bloom wurde gesehen. Nein, vorsichtig. Jetzt aber runter hier. Ja. Okay. Das heißt, wo beim Wasser? Wo soll Bloom da vorne ist so eine Meerkante, da wurde angeblich Bloom gesehen und wir müssen heute Bloom einfangen. Was? Oh okay, Gott, aber dafür brauchen wir ja locker Schiffe und sonstige Sachen, oder nicht? Ja, und ich würde auch sagen, wir gucken erstmal, was für Schiffe wir da so finden werden. Oh, ja, würde ich auch sagen. Mein Gott, bis gleich! Das Cabrio! Boah, oh, Alter, mal. Endlich! Wir sind da beim Wasser! Was? Wie krass! Hey. Siehst du ihn schon irgendwo? Kannst du ihn sehen? Nicht, dass ich wüsste. Voll warm das Wasser, lol! Sag mal! Guck mal, ich kann schwimmen! Nicht schwimmen! Komm raus da! Ich schwimme im Wasser! Doch, ich schwimme im Wasser! Ich schwimme auch im Wasser, was geht? Das geht! Oh, im Wasser schwimmen? Oh Gott, aber pass lieber auf, dass es auch Haie sind, ja? Weil hier gibt es ganz Stimmt, du hast recht. Wenn da Haie sind, das wäre auf jeden Fall echt nicht gut, das ne? Das wäre sehr, sehr schlimm. Also, okay. Du sagst, heute ist eine Mission, Bloom einzufangen. Ganz genau. Bloom wurde nämlich gesehen. Und zwar nicht irgendein Bloom, sondern auch so eine ganz dunkle Teufelversion von dem. Irgendwie Alien Bloom oder sowas. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Riesenboot? Mach erstmal ruhig. Warte. Oh ja. Nein. Ich muss noch mal kurz neu anankern. Eine Sekunde. Und zack. Okay. Komm rauf hier. Schwing dich drauf hier. Ich bin. Oh Gott, sieht schon gruselig aus, wenn so ein U-Boot einfach ist. Ja. Warte, ich komme Schrauber auf da unten. Ich sag dir, mit dem Boot wird es jetzt kein Problem. Kommst du da rauf irgendwie? Wie komm ich am besten da rein? Da rauf. Ja, da musst du kurz hochfliegen oder hochspringen oder sowas. Dann geht das. Okay. So, okay, ich bin drauf. Alle festhalten. Sehr gut. Dann fahren wir mal weiter raus. Halt bloß die Augen auf. Ne, der soll hier irgendwo rumschwimmen. Das sieht total verrückt aus, wie wir rumfahren. Ne? Das ist total verrückt. Ein bisschen laggy, aber... Ja. Was ist denn das hier? Ich habe ja so einen Stab, ich kann so ein paar Sachen aufnehmen. Pass auf da, nicht das Gemüse meiner Oma. Was machst du? Tut mir leid. Das holst du jetzt sofort wieder runter. Das holst du jetzt. Nein, weißt du, wie tief Kollege, Alter, das ist ja locker 3000 Meter tief. Ja, denkst du, ich werde dann 3000 Meter tief tauchen? Ja, natürlich denke ich das. Was nimmst du hier? Okay, guck mal hier, siehst du das Porzellan deiner Mutter? Zack, weg damit. Hey, lass das gehört meiner... Kannst du mal sehen, Kollege. Mann, ey, was soll das? Also, dann fahren wir ruhig weiter. Wir müssen ein bisschen weiter auf. Oder fahr du mal kurz. Ich muss nämlich unterdecken. Mir ist schon ganz schummrig. Ich muss eine Runde schlafen gehen. Okay, warte. Ich steig schon mal. Oh, ich bin jetzt hier im Boot. Ruf mich, wenn irgendwas Gruseliges passiert, okay? So. Kasper! Wow! Was ist hier los? Kasper, was ist los? Siehst du das da? Wo? Was ist los? Was sehe ich? Da ist komplett so ein Blutbaby oder sowas. Was? Ein Blutbaby? Zeig mal! Warte mal. Zeig mal. Ach da, lol! Das ist ein Blutbaby! Pass auf! Ich weiß! Komm genau auf uns zu! Ganz kurz umdrehen, ne? Alter. Kann ich den irgendwie einfangen? Das wäre eigentlich nicht schlecht. Hast du eine Angel oder sowas am Start? Oder brauchst du ein anderes? Ich hab ein Gewehr, ich kann den betäuben mit dem Gewehr. Oh, das wäre nicht schlecht. Okay, dann holen wir das Gewehr. Ich komm hier nicht raus, Mann! Was soll das? Warte, Sekunde. So, okay. Ich hol mein Gewehr raus, ich hab mein Gewehr am Start. Wow! Okay, bist du bereit? Ja. Du musst mich näher ranbringen. So, und warte. Okay. Los, Kriegen betäuben! Betäuben! Triffst du da was? Wir müssen heran! Verdammt, ich glaube, es wird entkommen! Ich fahr los! Wenn das entkommt, dann wird es wahrscheinlich noch viel größer und größer, Kasper. Ja, okay, wahrscheinlich schwimmt das gerade zu der Mutter. Ich glaube, das ist gar nicht so schlau, noch hier zu bleiben. Nein, ich glaube, ich bin nicht so schlau. Okay, was machen wir am besten? Sollen wir unser Boot upgraden? Ich glaube, wir müssen ein besseres Boot bekommen. Ein viel, viel besseres Boot. Das sagst du was. Hast du noch irgendein anderes Boot, was wir nutzen können? Vielleicht ich guck mal ganz kurz. Ich rufe mal meinen Onkel Willi an. Eine Sekunde. Yo, hier komm ich. Ha?
Jo, guck was hast mal. Du denn für ein Boot geholt? Ich hab einfach eine Yacht mit Kanonen. Dann können wir auch einfach auf Bloop schießen, wenn der gleich kommt. Ey, die sieht ja richtig krass aus, Alter. Die sieht ja, oh mein Gott, du hast recht, mit Kanonen. Und kannst du da auch rangehen an die Kanonen oder funktioniert das nicht? An die kannst du, Ich glaube, ich könnte an die hintere. Ich bleib stehen. Okay, nochmal. Okay, warte, Ich komm nochmal, kein Problem. Ich bin auf dem Weg. So. Okay, pass auf. Ja. Ich glaub, die Kanone, warte. Du siehst, warte. Ich drück schon volle Kanone gerade voraus, aber er fährt trotzdem rückwärts. So, jetzt. Ich glaube, ich kann jetzt hier. Ich bin jetzt als Passagier, glaube ich, jetzt gerade drin. Pass auf. Du müsstest rein theoretisch jetzt, was funktionieren müsste. Warte mal, kann ich was machen? Ich kann schießen vorne raus. Alter, ich kann vorne raus schießen. Okay, das funktioniert. Du siehst hinten, geh mal ans Heck vom Boot. Du siehst neben dieser Hauptkanone, siehst du so einen Haken. Ja, da wo du jetzt stehst, da. Nimm mal den Haken, geht das? Hab ich, ja. Ja, und den Haken kannst du jetzt an deinem Boot festmachen, dann können wir das ziehen, das Gelbe. Okay, wie mach ich das am besten? Ich versuche jetzt nah ranzukommen und dann musst du einfach nur so einen Enterhaken festmachen. So nah es geht, fahr so nah es geht an das Boot ran, damit wir es nicht wieder zurücklassen. Der hier steuert immer ganz komisch irgendwie. Irgendwie mal geht er Vollgas, mal gibt er nur Vollgang rückwärts, weiß ich auch nicht. Ja, sehr gut, okay, komm wieder rauf. Ich komm wieder hoch, kein Problem. Okay, wow, Alter, auf einmal fährt das Ding los. Ich mach nichts, sorry. So, okay. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, wenn wir das Boot raus aus der Zuglinie und ziehen! Jawohl, Alter, wir haben beide Boote dran! Oh mein Gott! Okay, sehr gut. Boah, ich muss sagen, ich muss erstmal. Wow, pass auf! Was ist denn das? Bist du ausgerutscht oder was? Ich weiß nicht, anscheinend schon. Sonst geh aufs andere Boot. Ich muss erstmal, sonst steuer du mal das Boot. Ich muss erstmal ein bisschen unten gucken, ob jetzt auch alles richtig fest ist. So, Boot, ey. Was ist denn das? Hilfe! Kaspar, komm wieder hoch! Was ist das? Boah, ich bin wieder am Start! Was ist los? Was ist? Guck mal, das ist ein fetter Bloop! Da ist der Bloop! Der blaue Bloop! Extrem fetter blauer Bloop! Dran ans Geschütz! Oh mein Gott, guck ihn dir an, Alter! Der will untergehen! Der will untergehen! Auf ihn! Ramin! Alter, ich schieß! Das Boot! Nein! Warte! Schiffbrüchig! Oh nein, Gott, was machst du? Egal, ich kann auch so falsch rumfahren. Oh nein. Ey, was hat das Boot denn mit Schiff gemacht? Oh Gott. Passt, Bloop dreht. Oh nein. Bloop dreht. Oh nein. Nein, das wird... Kaspar, Hilfe. Pass da bloß auf. Schieß auf die Augen. Oh. Bloop. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Sag mal. Oh mein Gott. Ramin. Wow. Oh nein. Wow, Alter, was passiert hier? Gott, Hilfe! Er zerstört unser Boot! Was ist passiert? Was ist jetzt los? Wo sind wir, Alter? Ich bin schiffbrüchig. Okay, komm wieder rauf aufs Boot. Komm, geh rauf. Ich bin auch neben dir. Okay, bist du hier? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin hier irgendwo in den Booten, in den Bist du am Leben? Oh, okay, ich glaube, ich bin jetzt oben drauf. Ich sehe dich. Oh mein Gott, der ist so wieder untergetaucht gerade, Alter. Wo ist der hin? Der muss weg sein, der ist wieder untergetaucht, glaube ich. Wir brauchen ein krasses Boot, der hat einfach unsere beiden Boote gestört. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Seenotrettung rufen oder was? Wow! Mann, ey, ich hänge jetzt richtig fest. Guck mal! Was ist denn das? Alter, so ein Riesenboot mit Geschützen vorne dran, ne? Diesmal wirklich sehr, sehr krass, Alter. Oha. Okay, komm, spring drauf. Spring drauf, wir müssen. Wir müssen jetzt Bloop finden. Okay, warte, ich komm rauf. Sekunde. Ja, du könntest vielleicht einsteigen, auch an Geschütze gehen und dann könnte das funktionieren, glaube ich, mit dem Boot hier. Sollte okay, warte, ich guck mal ganz kurz hier. Also hier ist auf jeden Fall Schalten. Ja. Hier sind so Zündsachen, sehe ich gerade. Rettungsboote, die diesmal zur Notfall untergehen, ne? So, zeig mal hier. Also, warte mal, ich glaube, man kann als Beifahrer an Geschütze rangehen da unten. Auf damit! Oh mein Gott, das ist ja riesig, wir Alter. Wir haben sogar Top. Warte mal. Hier ist ein Schaltraum. Hier! Oh mein Gott, komm mal her. Wo bist du? Warte. Ich bin. Alter. Komm rüber hier. Hier unten. Guck mal, hier ist der Schaltraum. Guck mal, was du da alles zünden kannst. Aircraft und noch so Torpedos und sowas. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Alter. Aircraft. Okay, das müssen wir alles zünden, wenn gleich. Du weißt Bescheid, ne? Wenn Bloop kommt. Ich weiß, wenn Bloop kommt auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, ich fahre nochmal ein bisschen. Ja, fahr du eine Runde. Ich gehe mal hier kurz runter. Ich gehe in die Cafeteria. Ich habe nämlich ganz schön Hunger bekommen. Ja, mach mal. Ich guck mal, ob ich jetzt hier ein bisschen weiter rausfahren kann. Alles klar, mach mir hier einen Burger. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding, Alter?
Kasper, komm schnell raus. Ich bin am Start, wo bist du? Oh Gott, du Gott. Kasper, was ist los? Was sind das für Geräusche? Hier bin ich. Oh Gott. Ey, da hinten was ist los? Da hinten ist der Blue oder sowas. Hä? Wow, Alien Blue. Alter, wie sieht der denn aus? Schieß drauf. Fett aus. Hier, komm, Torpedos. Du musst uns in die richtige Position bringen. Okay, warte, Torpedos. Aircraft, oder was? Zünden. Bist du bereit? Ich hab Aircraft gezündet. Oh Gott. Hörst du das? Ich höre irgendwas. Okay, komm, kannst du Torpedos abschießen? Drück einfach mal zünden da bei den ganzen Sachen. Wir müssen jetzt Blue zerstören. Los! Ich weiß nicht, ob das geht. Komm schon. Ja, das ist doch gut. Du warst doch gerade am Geschütz da dran, oder nicht? Nee, das war was anderes. Okay, warte, ich mach noch ein paar mehr. Ich schieß. Hau eine Rakete raus. Guck auf Blue. Boom. Ich hab gerade angezündet. Wo bist Boom. du? Alter! Oh. Wow! Jawohl! Schieß nochmal, weiter nochmal! Wow! Ja! Ja, wir zerstören Blue! Auf. Ja, weiter! Weiter, ja! Weiter. Der kann Boom. Das nicht überleben hier! Boom! Diesmal gehen wir nicht unter, Blue! Guck dir das an, Alter! Ich schieß hier volle Oh mein Gott! Der ist komplett kaputt! Oh mein Gott, in zwei geteilt! Guck mal! Alter! Wow! Mal, was passiert mit ihm? Alter, was? Guck mal! Yo! Das war's, glaube ich, oder? Alter! Geh unter, Blue! Geh unter! Aber ich glaube, der kann nicht mehr. Ich glaube, der. Alter, wir haben einfach Bloop getötet! Bloop getötet! Ein riesiges UFO saugt den Bloop ein! Ihr wollt nicht wissen, was dann passiert! Und Auswurf! So, mal gucken, ob sich jetzt hier mal ein Fisch an die Angel lässt, Leute. Denn ich bin hier angeln und ich habe hier auch schon so einen kleinen Hai gefangen. Aber der ist mir aus Versehen rangekommen. Deswegen hoffe ich, dass ich hier gleich mal was ranhole. Vielleicht hier vorne weiter. Da ein bisschen besser. Ja. Sag mal, geht da auch mal ein Fisch ran oder wollen die einfach nur alle chillen, ey? Ja, gut, egal. Ich frage mal Cooper. Coopi, alte Kanone, wie läuft's denn bei dir beim Angeln? Ich sehe da hinten schon, du hast da so ein Fass geangelt oder was? Hey, Kasper, was geht? Yo. Ja, ich habe irgendwie noch keinen Erfolg. Ich habe bei dir gesehen, du hast schon Hai gefangen. Naja, einen kleinen Haifisch, ja, aber ich möchte was Größeres fangen. Was schwimmt hier noch so im Ozean? Sehe ich aus wie ein gottverdammter Angelexperte oder was? Naja, ein bisschen schon. Ja, ist ja gut, sag mal. Wow! Das tut mir leid. Okay, was schwimmt hier doch so? Au! Also ich habe mal gehört, hier gibt es irgendwelche riesige Wale, die nennen sich Blue. Ein riesiger Wal namens Blue? Warte mal, ich sehe hier vorne, glaube ich, gerade einen Fisch schwimmen da hinten, oder? Ist das da was, oder? Oh, mal einholen. Einholen und, oh, da war ein Fisch da hinten. Jetzt selber. Das sind Fische. Das ist ein Fisch. Oh mein Gott. Komm schon, geh ran. Komm schon, geh ran doch bitte. Ja! Warte. Warte, ganz ruhig. Pass auf. Na komm, geh ran. Lecker Fischis. Hier gibt's was zu essen. Hallo, Fisch. Ja, der geht ran, Wow! Ja! Oh Gott. Der zieht mich hier ein. Los! Ranholen! Wow! Cool! Ein Goldfisch! Ey, wie cool ist denn da? Na! Nein, Nemo! Mann, er ist ja wieder abgehauen. Komm, ich muss jetzt was Größeres fangen. Dafür müssen wir aber erstmal woanders hinfahren. Festhalten da hinten, es geht los. Oh Gott, Cooper, bist du seekrank oder was? Nicht so schnell. Ist ja gut, ich fahre ein bisschen langsamer. So, dann lass uns mal gucken, ob wir diesen Bloop hier finden irgendwo. Dieses Seeungeheuer oder was immer das sein soll. Stopp. Hier ist gut. Okay, sagst du, hier passt es. Alles klar. Ah, da hinten sehe ich ja die Insel noch. Okay, da bin ich aber gespannt. Also, ich würde sagen, ich werfe hier gar nicht. Ich quatsche hier gar nicht lang rum. Ich werfe direkt die Angel aus. Mal gucken, ob da was rangeht. So. Mach ich das so richtig? Angel mal mit so einem Köder auf so einen riesigen Wal oder was auch immer das ist? Oder wie ist das? Komm, hier passiert doch gar nichts. Wer hat mich geweckt? Yo, oh mein Gott, Cooper, guck mal da vorne, da ist der Bloop. Oh nein, er kommt hoch. Oh mein Gott, wer hat dich geweckt? Okay, wir müssen ihn jetzt fangen, Leute, wie aber am besten? Am besten, warte mal, ich habe hier irgendwo noch ein Gewehr. Hier drin, glaube ich. Okay, Gewehr am Start und da ist der Bloop, Leute, was? Ich muss am besten einmal um den rumfahren, damit ich einen besseren Blick bekomme. Cooper, halt dich fest, wir haben den Bloop gefunden, da ist der einfach. Und guckt ihn euch an mit diesem riesigen Mund da vorne auch, ne? Wow, oh mein Gott.
Gott, Leute, schaut mal, da ist der. Und wie groß der auch ist. Okay, warte mal. Das bedeutet, jetzt gehen wir hier raus und versuchen einfach mal unser Glück. Wir müssen den nämlich jetzt am besten betäuben, wenn ich nicht so blöd wäre, hier rauszugehen. So, Bloop, ich würde sagen, das war's mit dir hier. Wir müssen auf die Augen schießen, damit er schön betäubt wird. Das ist natürlich nur Betäubungspfeile. So, zack. Hier auch nochmal, sehr gut. Und da, bam, auch nochmal. Sehr, sehr stark, Leute, sehr gut. Okay, ich glaube, das reicht. Wir können gucken. Ich glaube, das reicht, dass er betäubt ist. So, mal gucken. Kupi, halt dich gut fest da hinten. Um Gottes Willen. Alter, wir haben einfach Bloop gefunden und der ist einfach wirklich betäubt. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, nicht zu schnell andocken. Wir müssen nämlich ein Kabel festmachen und ein Seil, damit wir das Ding auch hier rausziehen können. Oh Gott, Leute, die Seile sind auf jeden Fall gut angebracht. Guckt euch das an. Oh Gott, ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, das Ding zu ziehen. Und ziehen. Wow. Und die Seile hinten, die spannen sich ja ganz schön, ne? Okay, ja, alles klar. Und, ja, nein, wir gehen auf jeden Fall vorne etwas hoch. Hochstarter, Seitenlage. Aber, jo, ich glaube, alles gut, ja. Wir haben, okay, wir haben ein bisschen, ja, Fracht hinten. Ich meine, so ein Bloop ist ja anscheinend auch schwer. Aber wir schaffen es trotzdem, das Teil zu ziehen, oder? Na komm schon, mit voll Karacho. Ja, okay, langsam aber sicher schaffen wir es so zum Hafen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Arbeit war, diesen riesigen Bloop hier rauszubekommen. Alter, oh mein Gott. Okay, mit dem LKW hier probieren wir zu ziehen. Ja. Und bekommen ihn so wenigstens ein bisschen mehr rausgezogen. Oh Gott, der LKW rutscht zurück. Aber alles gut, ein bisschen mehr rausgezogen, Leute. Nicht schlecht, wir haben es auf jeden Fall geschafft, hier ihn schon mal zu bekommen. Das ist ja schon mal ganz gut. Kann ich hier noch irgendwo anders dran ziehen, damit ich den weiter rausbekomme? Gute Frage. Na gut, ich gehe mal in die Stadt. Was ist das denn da? Ein UFO. Wow, oh mein Gott, was macht das UFO? Hä? Oh nein, oh nein, das schießt, oh Gott. Ich gehe lieber mal schnell rein. Oh nein, mein Dach ist nicht kugelsicher. Hallo, darf ich bitte losfahren? Hilfe! Leute, wieso ist hier auf einmal ein UFO in meiner Stadt? Was soll das denn werden hier? Oh mein Gott, guck mal, der schießt auf den Bloop. Ich habe doch Waffen irgendwo. Warte mal, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Komm her, du blödes UFO. Nochmal, 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 nochmal. Shotgun hier. Funktioniert das? Aua. Ah, ich bin schon ganz betäubt, Leute. Der hat mich ein paar Mal getroffen. Hier, drauf feuern. Au! Oh Gott, ich bin ja wieder zu mir gekommen. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das UFO ist zurück, Leute. Ich schneide einmal mit dem Laserstrahl durch und... Wow! Ja, da soll mal einer sagen... Au! Da soll mal einer sagen, UFOs sind gute, konstruierte Flugteile, ne? Also, so gut war das anscheinend dann doch nicht, ne? Oh Gott, jetzt kriege ich da sogar die Häuser schon durch. Ich hoffe, das bleibt hier bei einem UFO. Den Truck habe ich erstmal in die Werkstatt geschickt. Also, den Bloop kriege ich irgendwie nicht weiter raus. Ich muss ihn am besten... Wow, noch mehr UFOs! Was soll das werden? Noch einer... Lol, das waren zwei Stück. Guck mal. Wow, die greifen dir den Bloop an oder sowas. Alter, was sind das für krasse Dinger? Was ist denn hier los? Es rette sich, wer kann, Leute. Oh mein Gott, da sind wieder UFOs. Guckt ihr euch an. Die crashen einfach hier rein in die Gebäude. Und der ganze Turm stürzt gefühlt gleich ein. Alter, was ist denn hier mit der Stadt los? Leute, was passiert hier? Das Mutterschiff. Oh nein, es will uns beide einsaugen. Weg hier. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin irgendwo gerade aufgewacht. Hallo? Ich bin im Mund des Bloops und... Ich muss an der Drohne kurz hochfliegen. Alter, der Bloop ist einfach komplett dead, Leute. Was? Der muss doch ins Wasser. So wollte ich das doch nicht. Und yo, da oben ist einfach so ein UFO. Ey, wir sind jetzt einfach gefangen worden von so einem UFO und irgendwo hin teleportiert worden. Aber ich weiß auch nicht genau, wo und wie ich hier wieder wegkomme. Ich bin ganz allein, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich muss irgendwie dieses UFO da oben vom Himmel bekommen. Vielleicht kann ich dann damit wegfliegen. Und ich frage mich auch, ob da jemand drin sitzt. Hier, nimm mal die Laserkanone. Oh Gott, die Laser, die fliegen hier wie wild rum. Ah, nicht auf mich. Okay, alles gut. Dann nehmen wir hier nochmal, dieses Teil. Oh, ja. Ja, der Laser macht schön viel Schaden. Nochmal jetzt hier drauf schießen. Komm schon, ich hoffe, dass das UFO runterfällt. Komm, ey, Mann, man muss es doch irgendwie kaputt machen können. Aber ich weiß auch nicht genau, wie. Feuer mit Raketenfüller. Ja. Ja, genau so. Weiter, 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 weiter. So reden wir Deutsch. Ha, ihr Aliens. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich so ein UFO easy kaputt machen kann, ne?
Nochmal. So, hier schön alles kaputt. Mann, irgendwann kann es sich nicht mehr oben halten, weil es so krass beschädigt ist. Mich wundert, dass es jetzt gar nicht auf mich schießt. Das wundert mich ein bisschen. Wow, was passiert mit mir, Leute? Ich werde eingesaugt. Ja, moin, ich bin jetzt hier einfach oben drauf. Alles klar, dann machen wir doch hier einfach mal ein paar Bomben dran. So, bisschen Nitroglycerin hier. Alles klar. Und das war es mit dem UFO, würde ich gleich sagen. Ne? Hier auch nochmal so ein bisschen. Ne? Hier, alles klar. Und ich würde sagen, man muss hier nicht viel quatschen. Ich zünde ein Ding. Und jetzt runter hier, Leute. Wow, das UFO stürzt komplett ab. Was? Es hat funktioniert, Leute. Das UFO stürzt ab, aber davon ist gefühlt gar nichts mehr über. Das ist ja mal komplett Schrott. Da ist ja nichts mehr von da. Oh Gott. Okay, das UFO ist Schrott. Aber jetzt ist die Frage, wie bekomme ich diesen riesigen Wal hier weg? Leute, ich schaffe es nur, den Wal wegzubringen, wenn ihr jetzt sofort ein Like auf dem Video da lasst. Wirklich, helft mir hier, die 500 Likes zu knacken. Los. 500 Likes wird ja wohl drin sein. Und folgt mir auch bei Instagram. Da antworte ich jedem. Link dazu in der Videobeschreibung. Da heißt ich Kaspar. Folgt mir da gerne. Da antworte ich jedem, Leute. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Da seht ihr Stories aus meinem Leben und so weiter und so fort. Deswegen, ich quatsche nicht darum. Los, like das Video und wow. Ich komme. Wow, Leute, danke, dass ihr geliked habt. Und da ist auch der Bloop im Wasser. Guck mal. Er schwimmt davon, Leute. Und Koopa ist auch wieder mit am Start. Oh Gott, es ist, als wäre die Zeit ein bisschen zurückgedreht worden, ne? Ey, wenn das gehen würde, echt, wäre das richtig cool. Aber guck mal, jetzt ist er einfach da und er bedankt sich auch ein bisschen. Yeah, Leute. Wir sind. Was für ein schöner Tag für einen Spaziergang. Wieso wackelt hier die Erde so? Ist hier, oh Gott, ist hier ein Erdbeben gerade? Oh Gott, wieso wackelt die Erde? Was ist? Alles gut, okay, alles entspannt. Was für ein schöner Tag für einen schönen Spaziergang bei schönen Sonnenstrahlen. Okay, alles in Ordnung. Hä, guck mal, sogar so Palmen und sowas sind hier einfach drauf, ne? Oh Gott, es wackelt doch hier schon wieder. Ihr seht, oh mein Gott, ein riesiger Dinosaurier. Oh Gott, was will der denn jetzt? Oh mein Gott, der nimmt sogar die ganzen Bäume mit da. Oh Gott, was ist mit dem los? Was will der von mir? Hau mal bloß ab hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet? In irgendeiner Uhrzeit oder was? Ich bin wahrscheinlich in der Uhrzeit gelandet. Ich muss zurück in die Gegenwart. Aber wie am besten? Wie soll ich jetzt vor so einem Dinosaurier am besten abhauen? Wenn ich fest dran denke, dann werde ich doch bestimmt irgendwo anders sein. Mal gucken. 3, 2, 1, dann denken. Wow! Es hat funktioniert. Wo bin ich denn jetzt? Was ist hier? Ich bin hier irgendwo in irgendeinem Labor. Was soll da sein? Hier liegt irgendwas Komisches rum. Alles klar. Und hier ist ein Boot. Da ist einfach ein Boot. Warte mal, kann ich mir den Boot... Was ist denn da hinten noch? Das sieht aus wie ein Floß und das sieht aus so, als würde Koopa da stehen. Guck mal, da ist Koopa einfach auf so einem Floß drauf. In Ordnung, dann docke ich hier mal an. So, anlegen, in Ordnung, passt. Und aussteigen. Koopi, alte Kanone, was geht? Ey, ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich wieder hier bin. Und ich bin es auch. Sehr gut, das darf mir mal ein Like da. Jojo, Kasper, schön dich zu sehen. Koopi, was geht? Alles klar, ey, ich sehe schon, du bist hier fleißig am Angeln, sag mal. Cool, und hier ist auch so ein Hai. Das ist doch bestimmt nur eine Trappe. Hier, guck mal, den kann ich sogar anmachen. Was ist das denn? Sag mal, Mama, bitte nicht die Spielzeuge von mir an. Hör auf! Ja, mein Gott, tut mir leid, in Ordnung. Also, du bist hier am Angeln. Auf was kann man denn hier angeln? Hast du ein paar Tipps für mich? Mama, bist du blöd? Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber hier gibt es den riesigen Bloop. Bloop? Das kenne ich nur aus Brick Ricks. Was soll denn das sein? Der Bloop, das Bloop, was ist das? Was? Du kennst den Bloop nicht? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Der Bloop ist ein riesiges Tiefseeungeheuer, was nur ganz, ganz selten zu sehen ist. Alle 100.000 Jahre kommt der und frisst Menschen. Um Gottes Willen. Und jetzt, wie finden wir den? Ich will den unbedingt mal sehen. Wenn er nur alle 100.000 Jahre kommt, kann man den nur einmal im Leben sehen. Und du willst den jagen? Ja, ich will ihn jagen und essen. Du willst ihn also fangen? Okay, und essen. In Ordnung. Ja, dann jag ihn doch. Oh mein Gott. Ist der hier irgendwo? Wo findet man den am besten? Na, ruhig mal mit deinem Boot raus und guck rum. In Ordnung. Also anscheinend scheint das hier schon die Region für diesen Bloop zu sein. Kennt ihr den, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein. Kennt ihr diesen Bloop? Dieses große Monster? Was soll das sein? Der muss ja hier irgendwo auch auftauchen. Koopi, ich guck einfach mal hier vorne in die Ecke, ob er hier irgendwo ist. Ne? Turbo Boost aktiviert. Mein Boot ist auch schon gut kaputt gegangen. Boah, ich suche hier und suche hier und suche hier und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh mein Gott, da ist er, der Bloop. Er ist aufgetaucht. Guckt ihn euch an. Wie gruselig sieht der denn aus? Und wie groß ist der vor allem? Ich bin es, Bloop. Ich fresse euch alle auf. Komm schon her hier. Das schmeckt gut. Um Gottes
Gottes Willen! Der Bloop hat einfach gerade Cooper gefuttert! Oh nein, wir müssen hier ganz schnell abhauen, Freunde. Der Bloop ist anscheinend komplett durchgedreht und verfolgt uns jetzt. Mein Bote geht auch gefühlt fast unter. Ich würde sagen, wir hauen die einfach mal ab. Guck mal, da vorne ist er, der futtert sich da gerade noch voll. Der hat einfach das ganze Floß aufgefressen. Was ist mit dem? Yo, vor meinem Boot ist einfach gefühlt nichts mehr über. Okay, was mache ich jetzt am besten? Kann ich hier... Ich habe noch ein Jetpack, warte mal. Vielleicht komme ich da irgendwie hochgesprungen. Oh, nochmal probieren. Ja, hoch, 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 hoch. Was ist jetzt hier? Was ist das denn? Okay, Bloop haben wir fürs Erste abgehängt. Da ist er! Oh Gott, er kommt! Was ist hier? Gold? Alles klar. Gibt es hier irgendwas, womit ich mich retten kann? Hier vorne? Eine Gleichung? Ist das die Gleichung von Bloop? Was ist hier? Da läuft irgendwie Minecraft. Was ist da? Da sieht man eine Überwachungskamera. Und hier? Oh mein Gott, was ist das hier für eine Zentrale? Sag mal, wer wohnt hier? Ganz viel Gold auch? Wohnen hier irgendwelche gruseligen Türen? Was ist hier? So ein Labyrinth, da können wir hochfliegen. Und was ist das denn für ein Teil? So ein riesiges Ding? Können wir damit fliegen, fahren? Oh nein, ich habe Angst, dass der Bloop jetzt kommt. Aufessen, lecker, lecker. Oh Gott, der Bloop hat hier einfach alles zerstört, Freunde. Wie war das nochmal? Ich muss an was denken und dann komme ich da auch irgendwie hin. Und da hinten ist das blaue Ding, ja, das schwimmt da hinten jetzt einfach. Und der Bloop kommt und frisst da gerade. Ich muss hier weg. Okay, wegdenken, wegdenken. Oh, woran denke ich? Wow. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Habe ich hieran auch gedacht? Gute Frage. Woran habe ich gerade gedacht? Okay, was soll das hier sein? Was ist das hier für eine Stadt? Das sieht doch alles so... Und aus. Was ist das hier für eine Stadt, sag mal? Okay, ich höre hier Möwen und sowas. Hier sind irgendwelche Tiere. Das, okay, ich habe anscheinend an ein schönes Dorf gedacht. In Ordnung. Und hier, was ist mit der da? Sag mal, beleidige mich mal nicht. Hau mal ab hier. Was soll das? Okay, und was soll ich jetzt hier machen? Guck mal, der ist hier sogar am... Der ist hier sogar am Arbeiten. Hier ist anscheinend gerade Sommer. In Ordnung, okay. Und, hier, und jetzt, was ist hier? Hier ist Polizei hier hinten. Oh nein, was ist da denn passiert? Guck mal. Hier irgendwas? Ein Hund oder? Das glaube ich nicht! Weg! Au! Alter, so eine kleine Katze oder sowas. In Ordnung. Hier wurde anscheinend abgesperrt. Guck mal. Hier ganz die Polizei und sowas einfach abgesperrt worden. Wieso? Was ist da hinten passiert? Ich muss mir da irgendwie einen Weg rein verschaffen. Okay, ohne dass die Polizei sieht. Vielleicht. Hier? Ja. Oh mein Gott, ich kann nicht. Da ist der Bloop schon wieder. Oh Gott, guck mal. Oh nein, da greift er gerade die Menschen an. Ihr müsst alle aufstehen. Schnell, ihr müsst weg hier vom Strand. Los. Hier die Mucke und so. Das kann man alles ausmachen. Sag mal, hier, ihr müsst alle los. Rette sich, wer kann. Oh Gott, Freunde, wir müssen hier ganz schnell weg. Hier, vielleicht finde ich hier irgendwo einen Flughafen. Oh, das war ja ganz toll. Irgendwo ein Flughafen, wo ich ganz schnell abhauen kann. Weg hier. Wo ist der Flughafen? Oh, nein, gecrashed. Okay, warte, ich muss ein anderes Auto nehmen. Das hier, boah, so ein Ferrari. Der geht ja richtig ab. Oh Gott, schon ein bisschen kaputt gegangen. So, Flughafen, Flughafen. Oh, Baustelle, Baustelle. Au. Verdammte Axt, das tut mir leid. Das tut mir sehr doll leid. Darf ich hier bitte mal kurz vorbei? Und die Polizei, ich muss mich verstecken. Ich muss hier weg. Okay, Kaspar, denk dich einfach weg. Denk dich einfach weg, das funktioniert. Dann denken und 3, 2, 1. Wow, wo bin ich jetzt gelandet? Was ist das? Die Geisterkabine. Da, ein Haus mitten am Ozean, irgendwo im Westen. Okay, 4 Häuser. Und von denen stimmte irgendwas nicht. Jim Denglish, der lebte dort. Oh mein Gott. Wo bin ich, Freunde? Wo bin ich? Was habe ich mir... An was habe ich gedacht? Hier kann ich runter. Und hier kann ich noch weiter runter. Okay, ich bin anscheinend irgendwo oben auf einem Hochhaus. Aber was mache ich hier oben? Was ist hier los? Sag mal, was... Soll ich hier runterspringen? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein. Soll ich hier runterspringen? Schreibt rein. Gute Frage. Und folgt mir auf Instagram. Da antworte ich eben. Link dazu in der Videobeschreibung. Gott, die Mystery Show hier oben sollte ich doch eigentlich vor Bloop sicher sein. Und ja, ich weiß auch nicht, was hier machen soll. Ich wollte mich hier gerade hinsetzen und die Koffer und so sind auch alle von mir da. Auf einmal habe ich so komische Geräusche von unten gehört. Warte mal, ich habe doch ein Jetpack, das Bloop. Er frisst mein Gebäude auf. Oh nein, das glaube ich nicht. Guckt euch den an. Guckt ihn euch an, wie er da einfach hängt und das Gebäude frisst. Um Gottes Willen, was passiert, Leute? Das gibt hier alles um, wo ist Bloop? Oh nein, da ist er. Oh Gott, ich muss hier schnell weg. Schnell wegträumen. Der ist direkt hier, er ist direkt hier. Schnell wegträumen. Wo bin ich? Wow. Hä? Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Flugzeug? Das kommt mir bekannt vor. Ich habe ein Déjà-vu. Ihr auch? Was? Was ist hier los? Alles in Ordnung. Es ist alles leer. Wieso ist hier niemand? Hä? Wieso ist hier einfach keiner? Ich kann es nicht verstehen. Was ist denn das da hinten? Was ist da denn, hä? Oh Gott, lauft! Das ist eine ganz gruselige Schlange, die hier auf einmal kam aus dem Nichts. Oh Gott, was für...
Oh mein Gott, ist sie... Was ist das mit ihr? Wer hat die gesteuert? Die wurde gesteuert. Hier ist noch eine. Wer hat denn die Schlange gesteuert? Hä? Hier drin im Cockpit vielleicht jemand? Hallo? Ist jemand zu Hause? Hier kann ich rein? Kann ich hier auch? Das Klo! Guck mal, ich verstecke mich jetzt einfach auf dem Klo und dann sollte ich hier doch sicher sein. Auch hier bin ich! Ich schnappte mich! Um Gottes Willen, was ist das für ein Radau hier draußen? Wieso ist hier irgendeine Glocke? Leute, was ist hier passiert? Hä? Alles in Ordnung? Was ist hier los? Stimmt hier irgendwas nicht? Ist hier irgendwas kaputt? Was ist hier? Hier ist was kaputt gegangen? Was ist hier kaputt gegangen? Das glaube ich nicht. Warte mal. Durch hier. Was ist hier los? Was ist hier los? Kann ich hier bitte mal raus? Hallo? Darf ich hier bitte mal raus? Ist es schlau, im Flugzeug Feuer zu benutzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber lol, hier ist einfach so ein riesiges Loch und das brennt da auch, sehe ich gerade. Was war denn das für ein Krach hier? Jetzt piept hier auch die ganze... Zeit, das Blub! Und der frisst das ganze Flugzeug auf. Ich muss hier weg, schnell. Denk an was anderes, denk an was anderes. Wow, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Was ist denn hier? Ganz viele Autos, ganz viele Boote. Hä? Ein Haus? Cooper, was geht? Cooper, alles klar. Ich dachte, ich hätte Bloop hätte dich gefressen. Was machst du hier wieder? Yo, Kasper, was geht? Bloop hatte mich auch gefressen, aber ich hab's geschafft zu entkommen. Wieso hörst du dich anders an? In Ordnung, du bist entkommen und jetzt? Ich habe eine kleine Challenge für dich. Ja, dann erzähl mal von der Challenge. Wenn du es schaffst, mit den Booten auf die andere Seite zu kommen, erzähle ich dir, wie du Bloop entkommen kannst. Okay, in Ordnung. Herausforderung angenommen. Das würde mich interessieren, wie man Bloop entkommen kann. Das heißt, ich gehe rein ins Boot und breche hier immer weiter durchs Eis? Ja, das ist ja voll leicht. Das schafft ja selbst ein Baby. Was? Ja, und geschafft. Und jetzt? Na, ganz toll. Sehr schön. Haben wir direkt geholt hier. Dann würde ich doch fast mal sagen. Schön wieder zurück. Ja, Cooper, dann erzähl mal, wie das funktioniert. Du brauchst hier gar nicht abhauen. Ich hab dich, Kasper. Leute, Leute, ich habe gefühlt keine Luft mehr. Bloop hat mich einfach gerade aufgefressen. Er kam einfach aus dem Nichts drauf. Jetzt habe ich nicht mal erfahren, wie man ihn aufhalten kann. Komme ich hier irgendwie raus, Freunde? Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wie ich jetzt hier am besten rauskommen kann. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ich will es doch wissen, wie man hier, wie man den am besten entkommen kann. Verdammte Angst, Freunde. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like und auch ein Abo, wenn es nicht gefallen hat. Und tut mir den Gefallen. Check erstmal meine Sachen aus und guckt das Video, was ihr dort seht, bis zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir auf Instagram, da antworte ich jedem Link dazu in der Videobeschreibung. Bis dahin, habt einen schönen Tag und ciao, ciao.